Gegenwart knallhart auf den Straßen einer Großstadt. Ein Mann, obdachlos, abgerutscht aus der Mittelschicht, und eine Frau, Kassiererin im Discounter. Thomas Melle steigt in seinem Roman hinab in das Leben unterhalb der Armutsgrenze. Das Buch ist sowohl wütend als auch zärtlich. Dass ein Grundimpetus meines Schreibens aus Wut kommt, ist klar. Ja. Wut über eigene Sachen, die ich erlebe, Wut über allgemeine Zustände. Aber ich würde das Buch jetzt nicht als das wütendste bezeichnen, das ich je geschrieben habe. Jede Menge Wut und Zärtlichkeit, das steckt hinter den kühlen, knappen Sätzen von Thomas Melle. Spaghetti, Spaghetti, Tomatenmark, Bier und Katzenfutter. Das ewige Einerlei der Kassentöne und Waren macht sie schon lange nicht mehr schwindelig. Aber die Blicke tun es neuerdings. Diesmal sollte die Sprache sehr klar sein. Ja. Und der rhetorische Amoklauf, den ich manchmal so veranstaltet habe, das war mir dann langweilig. Und vielleicht sind die leiseren Metaphern manchmal die effektiveren. Thomas Melle schreibt über die Zumutungen der Armut. Hier, jetzt. Wo 3000 Euro nicht sein können und trotzdem alles. Zwei Gescheiterte. Sie träumt von der Zukunft, wenigstens das. Er aber hat nur noch Heimweh. Heimweh nach der Vergangenheit. Dieses Buch hat einen ungeheuren Sog. Es ist sehr schnell, sehr rasch erzählt. Es hat eine sehr klare rhythmische Struktur, die einen durch die Geschichte führt. Ich hatte immer das Gefühl, da merkt man den Theaterautor. Er weiß genau, wann eine Szene aufhören muss, wann die nächste beginnen sollte. Und insofern habe ich es in einem Rutsch durchgelesen.